Moin moin Freunde, hier ist Adrian, seine Hausmannskost. Heute mache ich mit euch eine leckere Tiramisu-Schnitte. Die ist ohne Ei, die ist auch schnell und einfach gemacht, also das ist wirklich eine schnelle Sache. Ja, wie ich immer sage, ne, beim Film dauert ein bisschen länger, ne? Da habe ich auch noch ein, zwei so der Fehler eingebaut, ne, damit ihr das lernt. Nein, weil ich Mist gemacht habe. Aber das ist nichts Gravierendes, das werdet ihr auch sehen. Ja, folgende Zutaten dafür sind für diese absolute leckere Tiramisu-Schnitte. Die haben die heute wieder beim Klünschnack ratzefatz aufgegessen. Da kommt bei mir immer Freude auf, wenn die älteren Damen und Herren und so um 80 alle rum das Ding so wegputzen und so begeistert sind. Also das macht den einen wieder glücklich. Gut, okay, kommen wir jetzt zu den Zutaten. Die ist ohne Ei, also wie gesagt, wenn jemand jetzt was sagt, da gehört Ei rein und so, weiß ich alles selber oder so, aber soll ja auch noch halten, dann wird das morgen verkauft, Salmonellen und so weiter, deswegen kein Ei. Aber das ist auch so ein erprobtes Rezept, das habe ich seit 20 Jahren, mache ich das so. Den haben wir immer so verkauft, jahrelang, wo ich im Schachcafé gearbeitet habe, da haben wir den bis zum Umfallen verkauft. Ich sage jetzt mal so Zutaten an, ne? Und zwar haben wir hier Mascarpone, das sind 2 Kilo Mascarpone, dann habe ich hier 1 Kilo Sahne geschlagen, ne? Dann habe ich hier 16 Blatt Gelatine, die weiche ich in Kaffee ein. Bisschen, die kommen nachher rein. Dann habe ich hier Kakaopulver. Ne? Dann ganz klar ein Löffel Biskuit. So, dann kommen wir nochmal zum Amaretto. Das ist alkoholfreier Amaretto, weil wir kochen ja hier ohne Alkohol. Darum jener. Ich sage euch ehrlich, mit Alkohol ist besser, ne? Aber man kann nicht alles haben im Leben. Gut, okay, ich weiß nicht, Kakaopulver hatte ich gesagt, zum oben nachher zum Bestreuen. Das ist eigentlich eine ganz einfache, schnelle Nummer. Ihr müsst eigentlich nur die Sahne aufschlagen und die Gelatine warm machen. Die packe ich mir mal auf dem Herd, ohne dass ich jetzt mit der Kamera da mitgehe. Ich habe da sowieso noch einen Topf auf mit meiner Hühnersuppe. So, das lösen wir so ein bisschen auf. Und dann machen wir uns das jetzt ganz einfach. Wir nehmen die Sahne. Werkzeug wäre gut, Ariel. Und das ist wirklich ein lecker. Achso, ja, ich habe hier so ein großes Blech. Da bekomme ich 21 Stücke raus. 7 mal 10 cm, so 7 und 10 so. Und ihr müsst dann halt die Hälfte rechnen. Da müsst ihr 1 Kilo nehmen und 1 Kilo Sahne. Und natürlich auch den entsprechend 9 Blatt Gelatine oder so. 8 bis 9 Blatt, je nachdem. Da habe ich jetzt einen kleinen Fehler gemacht. Jetzt muss ich das alles nochmal kurz zurückrudern. Das ist natürlich blöde, aber das ist, weil ich mit den Gedanken woanders bin. Nichts Schlimmes, aber nicht da. So, jetzt habe ich die Sahne nochmal rausgenommen. Nicht alle, nur ein Teil. Jetzt kommt da nämlich ein Schuss Amaretto rein. Und dann kommt die gleiche Menge an Kaffee rein. Das ist kein Espresso. Espresso wäre natürlich besser. Und dann kommt ja natürlich noch Zucker rein. Zucker müsst ihr nach Geschmack nehmen, wirklich. Also ich sage jetzt mal 1, 2, 3, 4, 5 Esslöffel Zucker erstmal. Ich möchte das gar nicht ganz so süß haben. Amaretto habe ich 200 Milliliter und Kaffee habe ich hier auch nochmal 700 Milliliter. Den habe ich mir gekocht, wie ich schon sagte, das ist kein Espresso. Das ist ganz normal, also Kaffee, weil ich habe keine Espressomaschine. Habt ihr eine Espressomaschine, würde ich die nehmen. So, das rühren wir erstmal durch. So, das haben wir jetzt, das ist jetzt cremig. Ich sage euch jetzt nochmal kurz das ganze Rezept an. Und zwar ist das einfach 2 Kilo Mascarpone, 1 Kilo geschlagene Sahne oder 1 Liter, 16 Blatt Gelatine, Kakaopulver, 250 Milliliter Espresso und 100 Milliliter Amaretto. Den vermischen und mit drunter rühren. Und dann würde ich sagen, dass ihr noch einen halben Liter Espresso braucht, um die Löffelbiskuit einzuweichen. Und dann natürlich auch noch die Löffelbiskuit. Das sind 800 Gramm. Das sind jetzt so die Zutaten. Zucker, wie gesagt, nach eurem Geschmack. So, wenn ihr jetzt natürlich das besser gemacht habt wie ich und ihr habt das erst gerührt und jetzt macht ihr euch dann die Sahne, hebt ihr dann drunter, dann macht ihr alles richtig, ne? Ich habe es nicht ganz richtig gemacht. Habe ich gepennt, ne? Aber egal, gehört dazu, Fehler passieren, die aber bei diesen Kuchen sowieso nicht gravierend sind, ne? So, jetzt habe ich die Sahne drunter gerührt und jetzt fehlt nur noch die Gelatine. Und wenn euch das nicht so genug nach Kaffee schmeckt oder nach Amaretto, dann macht ruhig noch einen Schuss mit rein. Ne? Aber hier kommt ja nachher auch noch was rein. Das ist der Kaffee.
Da kommt, das waren denn jetzt ein halber Liter Amaretto. Das schmeckt lecker. So, jetzt auf kleiner Stufe noch mal reinrühren. So, das ist jetzt fertig. Nehmen wir noch mal. Ihr könnt sehen, wie cremig das ist. Das wird noch ein bisschen fester natürlich durch die Gelatine. Probieren wir. Ich liebe sowas. Gut, jetzt müssen wir ein bisschen schnell arbeiten, weil habe ich hier mein Blech. Ne? Das hatten wir mal früher mal selbst gemacht im Schachcafé. Irgendwie hat das so ein Schlossermeister gemacht. So, jetzt haben wir das hier drin. Ne? Und jetzt ziehen wir uns das einfach so. Biene, hau ab hier. Dass er so einigermaßen bedeckt ist. Das ist ein Rezept, das habe ich wirklich, weiß ich nicht, 20 Jahre haben wir haben eine Kuchenvitrine gehabt bei uns, ne, immer im Schachcafé, wo ich war. Und da hatte ich das mir mal so entwickelt im Laufe der Zeit. Am Anfang habe ich das noch mit Ei aufgeschlagen, aber da wir dann manchmal 3-4 Kuchen einen Tag gebacken haben und 2 erst am nächsten Tag waren, war mir das mit Ei doch ein bisschen zu gefährlich wegen Salmonellen und so weiter. Weil das möchte ich ja vermeiden, ne? Und hier jetzt sowieso hier, da habe ich es dann auch noch mit Alkohol gemacht, mit richtigen Amaretto, ne? Aber jetzt ist ja so, wir haben halt ganz viele, wie ich immer mal sagte, ältere Leute bei uns. So, jetzt nehmen wir die Löffelbiskuit und wirklich, Löffelbiskuit nicht reinwerfen, einmal reindrücken. Wenn ihr sie zu lange macht, werden sie weich. Und wenn die zu weich sind, schmecken die nicht. Also, so, das Ding mache ich jetzt voll bis zum Schluss und dann schlage ich gleich weiter. So, jetzt mache ich mir die letzten hier noch auf. Wie gesagt, immer nur ganz kurz reinhalten, sonst saugen die sich zu voll. So, jetzt drücken wir das alles einmal schön runter. Hände sind sauber. Zieht euch Handschuhe an, wenn ihr das möchtet. Also richtig in den Teig reindrücken. So, jetzt kommt die nächste Partie rüber. So, ein bisschen brauchen wir gleich noch für die dritte. Und dann geht das ganze Spiel wieder von vorne los. Und dann kommt er einfach bis morgen im Kühlschrank und morgen kommt dann einfach noch Kakaopulver rüber. Und das war's. So, jetzt geht das weiter. Jetzt sind wir so angefangen. Da, dann fangen wir jetzt hier so an. Oh, den habe ich gar nicht eingetunkt. Naja. Passiert, ne? So, da träufeln wir so ein bisschen was rüber. Zack. So, jetzt machen wir das Ganze wieder bei der zweiten Schicht. Und dann sehen wir uns dann gleich wieder. Ich würde sagen, der liebe Gott hat mir 2 Arme gegeben, mache ich das 2. So. Das war wahrscheinlich eben wegen Erklären. So geht das wesentlich schneller. Gut, bis gleich. So, jetzt kommt das letzte noch. Und wie gesagt, ich kann immer wieder nur betonen, wirklich nur kurz reinhalten, fertig. Weil so, wenn ihr hier drauf fasst, dann sind die noch ein bisschen hart und nicht so durchnässt. So, das gleiche natürlich hier auch, wieder runterdrücken, soweit wie ihr könnt, ohne dass das wieder oben kaputt geht. Hände müssen ganz sauber sein, ne? Aber es geht nun mal am besten mit der Hand, das ist einfach so. So, alles auskassen, kostet alles Geld, ist teuer. Ihr bekommt 21 Stücke drauf, man bekommt auch mehr raus, aber das sind große Stücke. Hier oben wird das nur dünn bestrichen und dann kommt morgen Kakaopulver rüber. Jetzt haben wir das fertig. Machen wir nochmal den Rand ein bisschen sauber. Dann erstmal alles ein bisschen weg hier, damit ihr das nicht so seht. Das ist ja doch ein bisschen Schmierkram. Einmal kurz sauber machen, den Kaffee nicht wegwerfen, einmal durchs Sieb durch. Wegfrieren für den nächsten Amaretto oder gleich verbrauchen. So, jetzt habe ich mich entschieden, mache ich doch Kakaopulver, weil wenn ihr den jetzt heute Nachmittag benutzt schon, mache ich jetzt ein bisschen Kakaopulver rüber. Ja, das ist zu viel, deswegen geht das so besser. Jetzt noch mal den Rand sauber machen. So, voilà. Das ist jetzt Tiramisu. Morgen kommt noch mal der Rest bisschen Kakaopulver über. Ich wollte euch das nur, damit ihr das auch seht, wenn ihr das gleich macht. Dann schneiden wir den morgen natürlich noch an. Und dann habt ihr eine richtig leckere Tiramisu-Torte. Ja, das ist jetzt die leckere Tiramisu-Torte.
oder Schnitte, es ist ja eigentlich eine Schnitte, wäre das, ne? Keine Torte. Aber könnt ihr auch mal einen Rund machen und dann wäre es eine Torte. Oben noch ein bisschen Kakaohäubchen drauf oder Sahnehäubchen oder Amaretto-Häubchen, wie auch immer. Auf jeden Fall ist das Ding sowas von lecker. Lohnt sich nachzumachen. So, der Kuchen war jetzt über Nacht drin. Jetzt schneiden wir uns das hier ein. Erstmal den Rand. Und dann muss ich mir gleich noch ein bisschen Wasser holen. Und hier kann ich den schon mal rausnehmen. Boah, den drehen wir den gleich mal oben. Der ist nicht zu fest, nicht zu locker. Da kannst du dann unten gleich mal vorne filmen, da, das Ding. Jetzt schneide ich mir den hier einmal an. 7, 14, 21 und so weiter. So, jetzt holen wir uns hier ein schönes Stück raus. Und Freunde, könnt ihr sehen, das ist saftig. Gehst du nahe ran? Guck mal, saftig. Ne? Trotz der Gelatine. Und das ist ein Rezept, was seit Jahren funktioniert. Und das ist einfach nur lecker. Jetzt machen wir mal. Okay, Freunde, wenn euch mein Kanal gefällt, ne, abonniert ihn, klickt auf die Glocke. Und wenn ihr gerne kocht oder backt oder einkocht, freue ich mich drüber. Und ihr habt immer den neuesten Film. Und dann kann ich wie immer nur sagen, viel Spaß beim Nachmachen. Wünsche euch euer Ariel und tschüss.